Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ich war vor kurzem ein wenig bei IKEA einkaufen und ja, die Tüte ist wirklich ziemlich voll, man kann sie kaum heben. Aber ich denke, bei IKEA ist das ja normal, da die Teile ja auch wirklich größer sind, die man dort einkauft. Und ja, ich gehe übrigens sehr, sehr gerne bei IKEA einkaufen. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum ich eigentlich noch nie ein IKEA-Haul online gestellt habe. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich filme diesmal meine Ausbeute ein wenig ab und zeige euch, was ich mir so gekauft habe. Und ja, dann wünsche ich euch nur noch viel Spaß beim Zuschauen. Wundert euch nicht, falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört. Das sind meine Hunde, die haben was zum Kauen bekommen, damit sie jetzt ein wenig Ruhe geben. Und ja, sind da manchmal etwas laut dabei. Aber dann fange ich gleich mit dem ersten Teil an. Und das sind hier solche Kleiderbügel, die ich mir mitgenommen habe. Die nehme ich mir eigentlich immer mit. Ich schaue gerade, wie die heißen. Weil eigentlich hat ja alles bei IKEA immer einen Namen. Ja, hier finde ich ehrlich gesagt keinen Namen. Vielleicht gilt das nicht für Kleiderbügel. Auf jeden Fall sind die aus Holz eben und wirklich etwas dicker. Ich habe damals sehr, sehr dünne immer benutzt, um einfach so viel wie möglich in meinen Kleiderschrank reinzubekommen. Aber mittlerweile habe ich das so viel lieber, dass da ein bisschen Luft dazwischen ist, weil man so einfach auch besser an seine Teile rankommt natürlich. Und ja, gehalten sind sie natürlich im Weiß, da mein Kleiderschrank und auch so meine Einrichtung hauptsächlich im Weiß ist, dass das halt eben dazu passt. Und ich liebe diese Kleiderbügel einfach wirklich sehr, sehr. Ich habe auch schon einige zu Hause, habe nun aber ein wenig Nachschub gebraucht und deswegen kamen die mit. Als nächstes habe ich eine Sache für die Hochzeit mitgenommen. Und zwar sind das diese wunderschönen rosanen Kerzen. Die sind eben unten dicker und werden dann immer dünner hin zum Brennpunkt praktisch. Und ja, es sind in einem wunderschönen Rosé gehalten. Hintergrund ist, ich möchte meine Hochzeit ein wenig mit Rosa dekorieren und suche da eben noch die passenden Kerzen und Servetten, weil ich die für die Location mitbringen werde. Also die werden mir das schon dekorieren dann letztendlich. Aber ich muss natürlich von der Farbe her schauen, was mir gefällt, was ich genau haben möchte, weil die natürlich nicht jede Farbe für mich zur Verfügung haben. Und ja, die fand ich wirklich sehr schön. Ich werde es mir jetzt noch genau anschauen. Deswegen habe ich jetzt nur eine Packung mitgenommen. Einfach mal zum Testen und um es meinem Verlobten natürlich zu zeigen. Und ja, wenn wir uns für diese Kerzen entscheiden, werde ich natürlich noch um einige mehr Packungen dann bei IKEA einkaufen. Aber ja, eine Packung habe ich jetzt schon mal mitgenommen. Falls ihr übrigens auch Lust hättet, dass ich einfach mal einen Hochzeitshaul abfilme, wo ich euch einfach mal so die Teile zeige, also so Kleinteile zumindest, die ich für die Hochzeit schon gekauft habe, wie jetzt zum Beispiel ein Gästebuch oder irgendwie Verpackungen für Gastgeschenke oder sowas, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sehr, sehr gerne so einen Haul abfilmen und würde mich freuen, wenn ihr auch Lust drauf habt. Dann ist noch dieses wunderschöne Gefäß von IKEA mitgekommen. Ich nenne es absichtlich Gefäß. Mir ist klar, dass das ein Blumentopf eigentlich ist, aber ich benutze es eben wirklich gerne für alles Mögliche. Also ich bewahre zum Beispiel meine Make-up-Pinsel darin ganz gerne auf oder auch für Stifte und solche Dinge. Deswegen wird es bei mir wirklich sehr vielseitig verwendet. Deswegen Gefäß einfach mal, da ich es als Blumentopf nicht wirklich akzeptiere. Ich finde es wirklich sehr schön vom Design her und es ist auch wirklich sehr günstig. Deswegen kam es natürlich wieder mal mit. Dann kam diesmal sogar etwas Schreibkram, Büromaterial bei IKEA mit. Ich habe ja eigentlich sowas noch nie bei IKEA gekauft, aber ich muss sagen, die haben wirklich echt tolle Sachen. Und ja, dann zeige ich euch mal eins. Das sind nämlich solche Heftklammern, die halt eben hier einen Pfeil haben, also in einem Design von einem Pfeil. Die Farben sind verschieden hier drin. Ich fand es wirklich sehr, sehr süß. Vor allem kann man es auch wirklich gut als so eine Art Lesezeichen in einem Buch verwenden, finde ich. Aber auch natürlich als ganz normale Heftklammer ist es sinnvoll. Und dann habe ich noch das hier gefunden. Das fand ich wirklich sehr süß. Das schaut nämlich erstmal aus wie so ein kleines Notizbuch. Und wenn man es aufmacht, hat man hier eben lauter solche Einmerker, Post-its und sowas drin. Und alles schön bunt und farbenfroh gehalten, wie ich es eben gerne mag. Und ja,
bin wirklich begeistert von den Schreibmaterialien, die es bei IKEA gibt. Also, falls ihr auch noch nie da vorbeigeschaut habt in der Abteilung, macht das unbedingt mal. Da gibt es wirklich, wirklich tolle Sachen. Außerdem kamen noch so drei Schutzdinger mit für Klamotten oder einen Anzug halt. Nennt sich Pluring. Ich weiß nicht, wie man sowas eigentlich genau nennt. Auf jeden Fall schützt es die Klamotten vor Staub in eurem Kleiderschrank. Benutzt man ja gerne bei sehr hochwertigen Kleidern oder halt eben einen Anzug. Ich habe das jetzt für meinen Verlobten gekauft, weil er da seinen Anzug mit einpacken möchte auf jeden Fall. Und ja, hier sind gleich drei Stück in einer Packung drin und das sind alles drei verschiedene Größen. Habe ich ehrlich gesagt selber noch nie gekauft und ja. Bin gespannt. So, und dann machen wir gleich mit, ich glaube, der größten Sache in meiner Tüte eigentlich weiter. Also zumindest ist es die schwerste Sache auf jeden Fall. Und das ist der Tysoness. Keine Ahnung, ob richtig ausgesprochen wieder mal. Es ist ein schöner Spiegel. Hier sieht man es vielleicht. Den kann man eben sich so hinstellen auf seinen Kosmetiktisch und sich dann wunderbar schminken. Man sieht sich halt wirklich gut in Komplettansicht. Ich habe ja ganz oft diese ganz kleinen Spiegel gehabt, wo man dann aber eigentlich sich nicht so vollständig sieht. Und das fand ich immer nicht so sinnvoll. Also das sind diese mit der Vergrößerung, diese Spiegel. Und ja, diese Vergrößerungsvariante benutze ich sowieso sehr, sehr selten, muss ich sagen. Und deswegen fand ich die nicht so sinnvoll für mich. Den habe ich schon öfter mal gesehen und schon lange überlegt, ob ich mir den mal mitnehmen soll. Und ja, da ich eben gerne Make-up-Tutorials für euch abfilmen möchte, aber das eben mit meinem Spiegel und so immer nicht so hinhaut, weil ich ja einen großen Spiegel habe, der an der Wand hängt. Das heißt, umso weiter ich weggehe von diesem Spiegel, umso weniger sehe ich dann natürlich auch im Tutorial, was dann total blöd ist eigentlich. Und diese Minispiegel fand ich eben nicht so sinnvoll. Und ja, deswegen habe ich mir eben den jetzt besorgt und ich denke, ja, mit dem wird das ganz gut klappen. Also hoffe ich, dass es bald ein paar coole Make-up-Tutorials von mir geben wird. Als nächstes habe ich mir noch einen Dosenöffner in Weiß geholt. Das ist, glaube ich, der günstigste. Hat diesmal wieder keinen Namen. Also ich glaube, so Kleinteile haben wahrscheinlich nie einen Namen bei IKEA. Ja, unser Dosenöffner ist kaputt gegangen und wir leihen uns gerade einen von Freunden, den wir natürlich aber auch wieder zurückgeben müssen. Daher habe ich mir jetzt eben einen neuen gekauft und ja, ich glaube, da gibt es auch nicht viel dazu zu sagen. Dann habe ich noch so petrolfarbene Servetten mitgenommen. Wir haben ja unsere Küche, das Wohnzimmer, den Eingangsbereich, also eigentlich so die hauptsächlichen Dinge in der Wohnung, eben mit so einer Farbe dekoriert. Daher nehme ich die immer ganz gern mit für Gäste oder so zum Beispiel und ja, meine waren jetzt leer, deswegen kamen die einfach wieder mit. Außerdem habe ich noch neue Schneidebretter gefunden. Also meiner Meinung nach sind das eigentlich nicht wirklich Bretter. Sie sind eben auch wieder in einem Petrol gehalten, passend zur Küche eben, wie schon gesagt. Und das Interessante ist, das sind jetzt sogar zwei Stück und die sind wirklich sehr, sehr dünn. Also die sind eigentlich aus so einem Hartplastik, würde ich sagen. Und ich fand es einfach wirklich interessant, weil sie natürlich vor allem sehr platzsparend in der Küche sind. Ich mag eben nicht viel zu viele Dinge haben in der Küche. Und bei mir muss immer alles platzsparend sein, was ich halt eben brauche. Und ja, also ich habe sie auf jeden Fall noch nie gesehen und fand sie wirklich sehr interessant. Deswegen mussten sie auf jeden Fall mit. Vielleicht noch zu Namen, sie heißen Finförderler. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich denke, ihr findet sie, falls ihr sie haben wollt. Als nächstes habe ich ganz langweilig noch Geschirrhandtücher mitgenommen. Das sind die Ellie, heißen die. Und ja, das sind eigentlich so die günstigsten bei IKEA. Meiner Meinung nach aber auch die besten. Und ja, deswegen kommen die immer mal wieder, wenn ich mal wieder neue brauche, einfach in meinen Korb mit. Was ich ganz gerne auch mache, ist natürlich Essen bei IKEA. Und hin und wieder nehme ich mir auch so ein paar Lebensmittel mit nach Hause. Diesmal sind diese Zimtschnecken mitgekommen. Ich habe sie mir schon mal gekauft und fand sie wirklich sehr, sehr gut. Ich mag ja wirklich eigentlich alles, was mit Zimt zu tun hat. Und deswegen ist es auf jeden Fall voll meins. Und ja, ich freue mich, die auch zu futtern auf jeden Fall und kann sie euch ganz kurz weiterempfehlen. Dann habe ich mir noch ein bisschen Nachschub an Handtüchern mitgenommen. Das sind diese schönen hier.
Wir haben ja unser Badezimmer und Gäste-WC eben in grün dekoriert und deswegen kaufe ich da natürlich alles in grün ein. Diese Handtücher habe ich schon und ich finde sie auch wirklich sehr gut, aber ich habe wie gesagt noch ein paar zusätzlich gebraucht, da ich wohl zu wenige hatte. Und dann kam noch ein runder Badeteppich mit, auch in diesem wunderschönen Grün, eben sehr grell gehalten, wie ich es mag. Und ja, den Badeteppich habe ich auch schon ein paar Mal zu Hause, aber ich habe noch einen ganz alten im Bad stehen, den ich jetzt eben auswechseln wollte und gegen diesen wunderschönen ersetzen wollte. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Sache aus meiner Ausbeute, was ich euch noch zeigen möchte. Und zwar habe ich mir, das ist etwas groß, ich probiere es mal so, diese wunderschöne Orchidee mitgenommen. Sie hat eben zwei Stiele. Wirklich sehr, sehr schön und natürlich sehr, sehr groß. Der Topf ist übrigens auch vom IKEA. Allerdings habe ich ihn nicht diesmal gekauft, sondern den hatte ich schon wirklich länger. Ich habe, glaube ich, alle meine Blumentöpfe von IKEA. Und ja, ich finde, der hat eben ganz gut gepasst. Deswegen ist die jetzt da drin. Und ja, die war auch, glaube ich, sehr günstig. Ich denke sogar ein Angebot. Also schaut auf jeden Fall unbedingt vorbei, falls ihr noch nach einer schönen Orchidee sucht. So, und dann sind wir auch schon am Ende meines Videos. Ich muss mein Video jetzt schleunigst beenden, da ich schon merke, dass mein Akku blinkt. Und wenn ich das alles wechseln muss, muss ich das alles wieder neu einstellen und hier und da. Deswegen hoffe ich einfach natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir wie immer einen Daumen hoch da, dass ich das auch sehen kann natürlich. Mit einem kostenlosen Abo würdet ihr mich ganz, ganz doll unterstützen natürlich. Wir sind ja bald schon bei 1000 Abonnenten, muss ich dazu sagen. Also ich bin echt perplex. Ich kann es, glaube ich, einfach noch gar nicht glauben. Aber ja, auf jeden Fall würde ich mich natürlich freuen, falls ihr ein neuer Abonnent meines Kanals werdet. In der Infobox findet ihr dann nochmal alle Preise zu den Sachen, die ich euch gezeigt habe natürlich, sowie meine zwei letzten Videos natürlich verlinkt und Instagram und meine Facebook-Seite natürlich. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, dann wünsche ich euch einfach nur noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr mein Video gesehen habt und sag euch Tschüss!